So Leute, willkommen zurück zu Fear. In der letzten Episode sind wir in ein neues Gebiet gekommen, weil wir machen komische Geräusche und werden die ganze Zeit mit komischen Geräuschen konfrontiert und das ist doch etwas beunruhigend nett formuliert. Also Soldaten sind hier scheinbar nirgends. Wechsle ich nochmal die Granaten, das habe ich glaube ich noch nie gemacht. Ja, da unten. Was ist das denn? Ach so, die Zünddinger. Na gut, okay, behalte ich erstmal die hier. Aha. Mhm. Also gesehen habe ich sie schon mal. Jetzt müssen sie nur noch herkommen. Aber man kennt ja meinen schönen Lieblingsknopf hier, F5, der irgendwie nicht mehr wirklich funktioniert. Weswegen ich das Ganze über das Menü machen muss. Ah, ist ja gut, Kumpel. Ja, ganz toll. Was macht das eigentlich? Hm. Okay. Naja. Wow. Okay. Ist es schon mal aufgefallen, dass die auf einmal anders aussehen, die Soldaten? Und haben immer dieses... Ey. Grüne Ding vor den Augen. Nicht so schlecht. Oh ja, genau, tötet mich. Ey, schlecht, 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 was ich hier wieder mache. Da steht doch einer, ich sehe es doch. Ja. Da hinten liegt Medikit. Na komm. Lalala. Ja, besser schon. Ich glaube, das war's. Wow, ich habe mit einem KP-Strich mal überlebt. Ist ja übel. Gut, ich habe auch alle Feinde besiegt. Jupp, gebt nochmal eure Waffen. Habt ihr noch irgendwas für mich? Medikit, yay! Und da hinten lag noch irgendwo eins. Ich hab's doch genau gesehen da. Störgeräusch und noch. What the? Trauen die mir jetzt so wenig zu oder was ist kaputt? Okay, das heißt, entweder jetzt kommt eine richtig üble Stelle. Och man. Bam. 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 Und bam. Nee, nee, nee. Und noch ein Medikit. Wollt ihr mich eigentlich? Na egal. Das nehme ich doch dankend entgegen. Wunderbar. Uah. Wir kommen jetzt doch garantiert noch welche. Hm. Ja, das funktioniert wieder mal nicht, weil die Sicherheitssperre deaktiviert ist. Ah, na, 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 na. Meine Freunde, immer nur weil der Fettsack so unfähig ist, irgendwas alleine zu kriegen. Ist auch immer derselbe Grund. Hm. Na, über Sicherheitssperre, wo ich nicht durchkomme. Irgendwie der Sinn hinter Sicherheitssperren ist. Ey, komm schon, ich hab euch voll erwischt. Spring doch, spring doch, spring doch, du Volltrottel. Hallo, ich möchte... Oh, Mann, schwere Geburt. Dass ich mal bei dem Typen angekommen bin. So, es hat nur einer überlebt. Naja, gut. Na dann, habe ich hier noch irgendwas, was ich mitnehmen könnte? Ja, danke schön. Munition habe ich ja. Irgendwie zu häufig. Zu häufig, sagt man das? Naja. Hm. Ist hier noch irgendwas? Was ist das? Multi-Raketenwerfer. What the fuck? Ein Raketenwerfer? Mit 15 Schuss aber nur. Na ja, komm. Dafür opfer ich mal mein fast volles Maschinengewehr.
Kann ja nicht schaden, so ein dickes Ding mit dem Gepäck zu haben, nicht wahr, Sir? Okay. Meine Taschenlampe ist ausgegangen. Na, ganz herzlichen Glückwunsch. Okay, Kanalisation. Erneut. Wir waren ja noch nicht. Hallo. Was sind das für Granaten? Die sind ja total schlecht und uneffektiv. Na, was hat denn der für Probleme? Der kommt halt garantiert da oben raus, oder auch nicht. Okay. Freunde der Nacht. Ey, was machst du denn da? Hab ich den erwischt? Besonders klug sind die aber auch nicht, oder? Die kommen uns wieder alle da vorne hingerannt. Und wir verderben. Ich treffe. Verarschen? Ja, danke. Dass ich da mal getroffen habe. Das war bestimmt wieder so ein Reflexbooster. Achso, nee, das ist einfach nur einmal nett im Kreis drehen. We spin right round Aber so viele verdammte Medikits hier. Liegt es daran, dass ich auf normal gestellt habe, anstatt auf irgendwie ultra hart und anspruchsvoll oder so? Also wir haben jetzt hier schon mehr Medikits gesehen, als wir überhaupt benutzen können. Als wir überhaupt Schaden nehmen können, also so. Na gut. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es ja schon Leute, die noch viel, viel schlechter sind als ich. Was ja echt so zu sein scheint. Und jetzt muss ich wieder still sein. Hier noch ein paar Infos über Fett. Er wurde als Teil eines Projekt Origin entwickelt. Der erste Prototyp war wohl ein Fehlschlag. Vettel war der zweite. Einen dritten gab es nicht. Ein paar Jahre nach seiner Geburt haben sie das Handtuch geworfen. Ja, das war ungefähr das, was ich ein paar Videos vorher, glaube ich, angemerkt habe, was auch eventuell sein könnte, mein lieber Chef. Aber du hörst mir ja nicht zu. Was natürlich auch daran liegen könnte, dass ich leider nicht mit meinen Kumpanen hier, sage ich mal, interagieren kann, so wie ich es möchte, wenn ihr versteht, wie ich das meine. Ach komm, Kumpel, was willst du denn? Holy! Ey, mach hier nicht die Einrichtung kaputt. Wo steht der noch? Warum? Okay. Seh dich doch da hinten. Da vorne. Ja, dass die echt glauben, ich sehe sie nicht. Und sich dann ganz kackdreist da hinstellen. Wir schießen da schon wieder so wie ein Trottel gegen die Wand. Ja, ja, mach du mal. Ah! Ja, ja. Da werfen sie wieder Granaten in die Säcke. Na gut, komm. Also, da oben lebt doch noch einer. Ja, oder nicht? Doch. Gut, jetzt war's es aber. Bitte, oder? Gut, ich springe hoch oder kenne nichts mehr. Also, yay, erfolgreich, Mission bestanden. Wie komme ich jetzt da hoch? Ja. Nächste Frage. Achso, da geht's lang. Yay, gut, dass ich so aufmerksam bin, immer. Will ich mich verarschen? Achso, das ist die Chipschüsse gewesen. Juhu. Ah, Juhu, direkt wieder zurückgezogen. Können wir eh nicht benutzen. Weil wir voll sind. Wieso habe ich das Gefühl, da passiert gleich irgendwas Spannendes drauf? Oder auch nicht. Ich hasse unspannende Filme. Verdammt. Kein epischer Abgang. Der Monitor ist auch unzerstörbar. Na toll. Na toll, da wollte ich... Ach, Moment, ein Telefongespräch. Okay, da hat wohl noch jemand versucht, Vettel zu... Na, wie man so schön sagt. Zack. Oh, Moment, ist zu laut. Ja, ich muss leider immer bei diesen Nachrichten die Lautstärke hochpushen, weil sonst tut sich hier nichts.
Also sonst höre ich nichts, weil es ist echt verdammt leise. Muss man leider, leider, leider sagen. Yeah, ich habe das Bild gehauen. Okay, ich komme aber irgendwie nicht mehr hier weg, kann das sein? Ja, irgendwie schon. War hier jetzt noch irgendein Gang? Bin ich blind? Bin ich so blind? Bin ich so blind, wie ich dieses Spiel spiele? Häng doch wenigstens mal ordentlich den Hörer auf, du Depp. Oder hing der da schon so? Ach so, da ist die Sicherheitssperre. Schon gut. Die aktivieren wir in der nächsten Episode. Das war's mit Fear für heute. Wir sehen uns dann. Ciao.